Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Genau. Ah, hi. Wo geht's denn eigentlich jetzt hin? Wir haben Karte konsultieren. Nichts Neues ausgewählt. Nichts. Da wird's wahrscheinlich. Ich gehe jetzt mal zur Statue des Verhassten. Verhasst? Ja, das ist doch der. Das ist nicht der böse Bösewicht, nein. Doch, der Pharao. Der böse Pharao. Ist das. Den kann doch keiner leiden. Buh. Ptolemäus. Zerstöre die Statue von König Tolle. Olle Knolle. Tolle Molle. Muss ich die Jungs da blätten? Ich will einfach mal drauf losprügeln. Aber wahrscheinlich ist das die unsichere. Gut, was sagtest du? Die Aussicht ist auch. Olle Knolle, sag ich. Ja, man kann es auch so machen. Allein sie stinkt. Was? Habe ich schon gemacht, aber. Ja, du hast halt den markiert und ja, dann ich hab die Schilde hier. Ja, ich habe mich auf den falschen gestürzt. Was hast du hier verloren? Dort hat's noch eine, gell? Stirbst du, Wurm! Jut. So, jetzt hast du dich halt. Warum hat er denn nicht. Ich denke, ich habe automatische Plünderung an. Da. Scheiße. Scheiße! Wann? Was für eine Scheiße da? Was macht er jetzt? Hast du etwas gegen den? Ja. Hast du die auch markiert? Nein. Sehr schön. Das habe ich doch gut wurde gemacht. Zerstört, mhm. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Ja. Ja. Zwei Schatz du hast. Wohl wahr. So. Was ist das hier? Da hat es einen Neucher dahinter dir. Schnatzplündern. Wo? Hinter dir. Ah, hinter mir. Hinter dir Globabier. Nee. Ach, nee. Echt jetzt? Was denn? Du bist 137 Meter davon weg. Ja, das ist richtig. Und mein Pferd auch. Moin. Und das bedeutet, dass wir da total schnell hingeritten sind. Hingeridet. Hingeridet. Links. Right, right, right. Rolling, rolling. On the road again. Fump. Na, da schatzt's doch. Schatzt's. Wie es wild. Schatzt. It is schatzing. Scheiße. Wahrscheinlich hat's das Loch in der Decke. Oh. Es hat ein Loch in der Wand. Rabiat. Na, 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 na. Interagieren. Hoppala. Hey. Hm? Schlag auf Schlag. Oh. Ein bisschen komisch geformte Sache, aber okay. Das sieht aus wie das Schwert, was wir schon haben. Mhm. Und das sieht aus wie ein Sack. Papo, du hast es. Krieg ich es zurück? Nee. Mhm. Tja, fein. Chemus Spielzeug. Quest Gegenstand. 150 Apps. Aber die Qualität von dem Schwert ist natürlich kacke. Jetzt mal wieder im Vergleich zu. Ja, weil es schlechter ist als das, was wir haben. Ah, habe ich jetzt gar nicht geachtet. Mhm. Das hast du dir wahrscheinlich mit dem verfrühten Kaufen von der Software hast du dir das erschlichen. Nee, ich glaube, dass wir, dass es eigentlich vorgesehen war, dass wir viel früher hier schon sind.
Weil von da sind wir eigentlich, oder? Also zumindest ganz aus der Nähe sind wir losgedüst, meine ich. Da ist immer noch ein Schatz, oder was? Nein, der hast du. Ach, ist da ein Haken gelb, drin jetzt? Gelb, es ist gelb, also ist gut. Ah, okay. Dort kannst du noch den Adlerhorst, der gerade vor dir ist. Ja, den holen wir, ja. Adlerhorst. Der Indianerhorst. Der Horst. Hätte ich jetzt einen Vogel gehabt. Man muss nicht immer alles umballern. Es geht um... Kannst du eigentlich auch Bäume arg? Nee, ich glaube nicht. Woher das ist ja nicht Holzüber? Arg. Weiß ich nicht. Boah, ich glaube, weißt du, geht er da? Nee. Was machst du jetzt? Oh, hast du doch alles umreiten. Mir Vorwurf machen, ich schieße alles nieder. Ja. Was heißt hier? Ja, ja. Das war ja klar, dass das jetzt kommen muss. Ja, natürlich. Hüttepfel. Ah, schau mal, da waren wir schon mal. Mhm. Da hätten wir auch direkt, das hätten wir direkt freischalten können. Wir haben es noch nicht gerafft. Ist nicht so schlimm. Ah, kommt wieder die spannende Turmmusik. Ah, das ist ja nervig hier. Nee, ufe. Aber ich höre. Oh. Ich höre jetzt, bevor ich da Ärger überkomme. Ein guter Freund. Ein Kupferstecher. Guck dir das an. Wunderschön. Wie ich das synchronisiere, Mensch, du. Das war in den anderen Assassin's Creed, da war das zum Beispiel irgendwie so ganz oben auf der Notre Dame oder so. Und hier ist es so ein alter, weiß nicht was. Ein Türmli. Genau, ein Türmche. Aber es ist natürlich Origins, ja. Damals gab es einfach noch keine anständigen Türme. Bam! Würdest du da hier gumpen? Hä? Ja, klar. Soll ich nicht. Das ist doch easy. Kann ja jeder. Meinst du das hier? Ja, das ist ein bisschen in der Nähe. Schatzblinde, warum haben wir denn da nur 2 von 3? Weil wir noch nicht gewusst haben, du Vater. Weil du gesagt hast, das schaffen wir nicht. Ach ja, genau. War das die Festung? Nee. Tempel des Amun? Nee. Oder? Es ist einmal auffällig, dass wir 2 geholt haben und einen nicht. Haben wir dort 2 geholt oder einen? Wir haben dort 2 geholt. Das war ja der erste, den ich in Angriff genommen habe, wegen der anderen Typis zu retten. Ah, okay, das ist aber... Ja, schnappst dir. Jetzt sind wir mittlerweile, steht niemals, aber auf jeden Fall ziemlich hoch gelevelt schon im Verhältnis. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon 6. Da fehlt aber auch noch was. Mhm. Schatzplündern. Also gut, ich probiere das mal. Jo, ich glaube, wir sind 6 mittlerweile. Also, jetzt sind wir äußerlich. Leck mich am Arsch. Also wenn wir wieder Zuschauer verlieren, dann tut es mir so leid. Respektive Abonnenten. Wie krass. Wobei es hätte ja einen massiven Zuwachs gegeben in den letzten paar Monaten. Ja. So 2, 3 Minuten. Ja, wir haben 3 dazu gewonnen, einer ist wieder abgesprungen. Was? Wer hätten sich getraut zum Wiederkommen? Ja, keine Ahnung. Und ich glaube, es sind noch mehr auch wieder abgesprungen. Aber ist ja egal. Ja, nu? Darum geht's ja gar nicht. Lass mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Fisch, das ist das. Ja, tatsächlich, scheiße. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Also, das letzte Mal haben wir noch den Vogel bemüht. Das stimmt allerdings. Ja. Ja, die Idee ist gar nicht so gell, übel. Gell, irgendwie. Dort hat's einen Plan. Aber ich glaube, ich will das gar nicht so genau wissen, wie viele Millionen sind. Gegner da rumrennen. Ja, mittlerweile haben sie Angst bekommen, weil du mehr Level hast. Ja, den Eindruck habe ich auch. Das ist ja gar keine. Dort 2. Das sind noch keine Gegner. Also. Was? Ah, 4. Ich hast gerade. Sitzt dort nicht nochmal einer? Oder ist das ein Führer? Doch, dort sitzt nochmal einer. 2. Ja, aber die essen gerade. Da ist gerade Mittagspause einfach. Und wo ist denn der Schatz? Das weiß man nicht. Da.
Den soll ich wohl auch noch markieren. Ne? Ah, ich bin jetzt hier einfach mal fertig. Also ich glaube, du kannst einfach zulaufen. Das ist überhaupt nicht im Weg. Oh, oh. Das war genug schnell gewesen. Da ab ins Ding, sein Blumenfeuerbeet. Ins Blumen. Da waren wir schon mal, ne? Jupp, jetzt wird vielleicht nochmal drüber fliegen. Wir müssen. Wo ist denn. Wo ist. Hä? Bin ich blöd? Aber da ist kein. Da vorne das ist. Das ist doch nicht. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Kann auch nicht. Du laufst davor weg. Wieso denn? Weil es wahrscheinlich weiter oben ist. Das ist doch auf dem Turm oben. Ja, das da, kann schon sein, aber ich muss ja halt hochklettern. Da, dort ist Leiter. Ja, vielleicht will ich aber gar nicht die Leiter hoch. Dir nicht vergeben. Du Narr, was denkst du dir dabei? Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Doch. Alle legen. Wo ist der Scheißschatz? Der schwebt da in der Luft. Hä? Die Götter werden dir nicht. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Da nochmal rumfliegen. Oben angusten. Ist denn das überhaupt der Schatz, den wir meinen? Schon, oder? Naja, was denn sonst? Scheiße. Das ist er. Okay. Ah, das ist nur so allgemeines Symbol. Hm? Okay. Dafür hast du jetzt... Kacke. Eine Falle gestellt. Ja. Fuck. Das war der seltsamste Hund, den ich je gesehen habe. Gut, das sind da drüben. Das sind da ungefähr 100. Na gut, aber du brauchst ja die nicht. Dies ist ein heiliger Ort. Du brauchst ja. Aber wie kann ich außen rum? Hä? Wie kann ich da außen auf der linken Seite? Ich meine, es war der hohe Priester. Ah, stimmt. Da musst du einfach schnell über die Dings rein. Aber das sieht eigentlich gut aus. Komm ich da hoch? Nein, aber auf der Moorseite. Die Götter werden dir nicht vergeben. Spannend, hä? Jupp. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Ist da vielleicht einer drin? Um Amuns Willen, bitte! Ein Schnatz! Er ist tot, mein Herr! Gebalüntert! Der Kriegsbogen ist sogar noch besser als der, den wir haben. Mhm. Jetzt machen wir. Scheiße. Da guck mal, da gibt's Holz. Hast du gesehen? Holz. Ja? Over there. Ah, ja, 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 ja. Bitte. Was ist denn da los? Scheiße. Was ist denn da oben? Da oben ist noch was. Da auch. Wollen wir erstmal das? Bringt mir die Namen der Einwohner, die regelmäßig... Um Amuns Willen, bitte! Scheiße, 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 scheiße. Bayek, was hast du hier verloren? Schnauze! Vorsicht, die Soldaten sind überall! Ja, ja, ich weiß. Da nochmal Dingsler, da wo der blaue Punkt ist. Da vorne im Gestell.
Dies ist eine Erinnerung an eure täglichen Pflichten im Tempel. Erstens brecht das Siegel, das zur Statue von Amun führt. Zweitens entzündet eine Fackel. Oh, Scheiße. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Not good. Eigentlich haben wir alles erledigt da. Hm? Ja, außer der andere befreit. Ja. Na, Mist. Ja, da kommst du nicht rauf. Wenn es so andersfarbig wird, irgendwie in der Mauer, dann kommst du nicht rauf. Bis jetzt war es einmal so gewesen. Interessant. Oh, den hast du oben aber so. Ja, da komme ich nicht hin, denke ich. Ich denke schon. Der ist zu weit weg und der guckt außerdem in die falsche Richtung. Ich glaube, ich gehe da mal ein bisschen. Ah, Scheiße. Ist das das App gewesen? Ich glaube schon. Komm ich. Na, das ist blöd. Vielleicht. Wieso gehst du nicht auf die andere Seite? Wie auf die andere? Auf die andere Seite von der Mauer. Kann ich den vielleicht umballern? Dann musst du den Bogen wechseln. Der ist doch gut, oder? Aber der zieht natürlich viel zu wenig ab. Eben, dann musst du den Bogen wechseln. Welchen Bogen brauche ich da? Der Kriegsbogen. Scheiße, wa? R1. R1. Nochmal. So ein Scheißdreck. R1. Oder L1. Ja. Nein, du musst auf unsere Ausrüstung. Ha Gott, zack, so jetzt. Hä? Du bist ja eine ganz komische Sorte angekommen. Jetzt nochmal R1. So. Und, ja, genau. Jetzt. Leichter Bogen, ne? Jagdbogen. Interessant war. Der Kriegsbogen, glaube ich, der macht halt nur auf ganz kurze Entfernung Schaden. Der Jagdbogen ist viel stärker, meine ich. Der macht 77 pro Sekunde und der macht zwar brutal viel, aber ich glaube nicht, dass der... Aber der ist präzisionstechnisch noch größer als der andere. Na gut, ich kann es mal probieren. Also, wenn du ja schon siehst, was früher noch Schaden anrichtet. Ja, aber für mich ist das eigentlich ein... Siehst du, der macht überhaupt keinen Schaden. Das ist eine Schrotflinte. Okay. Ich brauche einen Jagdbogen. Aber ich glaube, ein Fünfer ist einfach zu stark momentan. Ja, das kannst du vergessen. Der macht zwar, kriege zwar die Hälfte irgendwie, aber das ist zu wenig. Ja, aber du musst dreimal treffen und zwar dreimal Kopfschuss treffen. Ja, das ist zu wenig. Dann kommst du irgendwie auf dort über. Ich versuche mal hier runter. Oh. Da dürfte mich ja eigentlich nicht sehen. Und der andere schaut in die andere Richtung. Jetzt musst du einfach da rüberkommen. Da kannst du eigentlich vorne runter. Ja. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Sollte ich? Genau. Vorsicht, drinnen ist glaube ich auch noch einer gewesen. Ja, scheiß du Vollidiot.
Dort links liegt irgendwie einer. Ja, den haben wir schon niedergeschlagen. Nein, der schläft. Schläft er? Medunamun? Okay. Ich kann nichts dafür. Ja, ist so passiert. Aber habe ich gut gemacht? Ja, ich würde auch meine. High five. Du bist zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugendhaften! Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Hippo? Gut, wissen wir mehr. Wir wissen jetzt, was Hippo Hippo ist. Ja. Ja, ich. Und er lädt und lädt. Also an der Stelle würde ich sagen, wenn da jetzt nichts mehr weiter passiert, aha, dann war das die letzte Folge für heute. Jupp. Und ich würde sagen, da passiert aber was. Wir schauen uns das hier Dings hier noch an und machen dann Schluss. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Du Depp. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Himmel, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte, ja. So. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Ja. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hä? Ist gut. Kommt. Ich glaube, wir können eigentlich nicht was Schluss machen. Was sagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Ja. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. So, jetzt, ich würde sagen, wir machen hier das macht dich trotzdem schneller. Schluss. Und, also er hat vorher gespeichert, dass er von dem her gesehen hat, genau, dass wir dann dort weiter kann. Genau, also das wird die nächste Mission sein. Genau. Und wir werden dann eben den Kemo zur Steinbockherde bringen, aber eben erst beim nächsten Mal. Jo. Tschüssi, bis bald. Ciao.